So, meine Herren und Damen, herzlich willkommen bei Hogwarts Legacy. Ich bin schon mal im Raum der Wünsche. Ja, wir müssen noch Klamotten identifizieren. Findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Bin ich auch, danke. Was haben wir hier? Ein Kniesel. Ah, da hinten ist noch einer. So. Ich glaube, es sind alle versorgt. Ah, da machen wir mal die Story weiter. Da möchte ich auch gerne vorankommen. Ja, hier sind noch einige Tiere drin.
Die findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Bin ich auch. So, was haben wir hier? Ah, hier haben wir ja auch noch welche. So. Ja, das ist schon wunderschön hier. Ich hätte gerne noch einen zweiten Hypogreifen hier drin. Alles klar. Sie sollten stolz auf einen. Ja, danke. Dann können wir jetzt zum Schulleiter.
in das Büro. Oh, Peeves. Was glaubst du, wie lange Black noch? Ja, danke fürs Einschalten. Dann hoffen wir mal, dass wir da weiterkommen und das Spiel Stück für Stück beenden können. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobia Stein. Was ist, wenn das so bleibt? Revelio, sei nicht albern. Das lässt in ein paar Stunden nach. Unbedingt. Bei diesem Jungen hielt es eine Woche ab. Eine Woche? Mir ist schlecht. Mach dir keine Sorgen. Wir Es ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Zwei Zoll. Revelio. Was? Lass mich nicht allein. Hast du dir die Daten der magischen Entdeckungen und Koboldaufstände gemerkt? Noch nicht, nein. Wo geht ihr hin? Ihr könnt mich nicht. Richtig cool. Ja, mir wäre das ein bisschen zu verwinkelt. Ja, da komme ich leider nicht hin. Doch. So. Revelio. Muss ich jetzt wieder runter oder was? Hä? Ah, ich muss hier lang. Ja, das ich ist sollte so voll. Nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Alter, das ist verwinkelt, das ist der Wahnsinn.
Ja, wie sich da der Schulleiter noch zurechtfindet, ist mir ein Rätsel ohne Kompass. Da brauche ich ja ein Navi hier in dem Haus. Der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Toujours pur. Revelio. Alles klar. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Bestimmt. Das ist prunkvoll hier. Revelio. Hä? Ach, hier. Revelio. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fig mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder, denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen. Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Da oben ist das Porträt. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Das muss das Podest sein. Okay, das ist das Buch. Wo bin ich? Professor Fitzgerald? Hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neve nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Okay. Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Okay. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Ach du Heiliger!
Okay, sowas wie Ablenkung funktioniert hier nicht. Können wir in die Häuser? Nein. Jetzt frei. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden. Wo nie voll steckt. Okay, Unsichtbarkeit sehen die nicht. Okay, das ist schon mal ganz gut zu wissen. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Okay, der geht da hoch. Der geht auch da hoch. Dann durch. Aha. Da vorne ist eine Treppe. Eine Leiter. Vielleicht finden Sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Ich sollte weiter, solange ich kann. Neve muss hier irgendwo sein. Okay, jetzt wird's komplett verballert. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Okay. Ja, ich muss es riskieren. Muss ich hin?
Aber vorher muss ich an denen vorbei. Nur mehr Gefahr. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. Ja, das war absehbar. Das habe ich mir gedacht. Irgendeine Tür hat sie gesagt. Wahrscheinlich die da. Scheint der einzig sichere Weg zu sein. Ich bin doch schon drin. Das warst du ja vorher schon. Ja, da kann ich da durch. Hallo? Anscheinend nicht. Oder einfach durch die Tür. Nein. Weil da komme ich nicht durch. Oder einfach da lang. Mal gucken. Ja, ich muss es riskieren. Mich an die denn so vorbei? Sie können mich nicht sehen. Ich kann mich ihnen nähern. Okay. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken.
Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Okay. Jetzt ab. Und nu? Anscheinend kann ich keine neuen Zauber zuweisen, so wie ich das hier sehe. Alter. Da kann ich klicken wie ein Depp. Okay. Ja, ich habe jetzt unten die komischen Zauber alle weg. Das ist ein bisschen... Okay, muss ich jetzt alle besiegen? Jetzt habe ich sie wieder. Sorry, ja, ich bin immer noch ein bisschen aus der Steuerung. Hogwarts Legacy ist ja eine Weile her, dass wir das mal gespielt haben. Easy going.
Alter! Der hat geballert. Aber ich werde jetzt hier wahrscheinlich... Ja, ich werde jetzt hier die Folge mal abschließen. Wir sehen uns dann ja hier so oder so in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Bleibt auf alle Fälle am Start. Haut rein. Euer Kevin.